Vogelnester und Vogeleier, eine kleine und nicht systematische Zusammenstellung von Dr. Hans-Jürgen Alexi. Liebe Naturfreunde und Interessierte, im Frühling fallen sie uns wieder auf, unsere heimischen Vögel. Weniger auffällig sind ihre versteckten Nester und ihre Eier. Aber auch dort gibt es Interessantes zu entdecken und auch Unterschiede zwischen den einzelnen Arten zu finden. Dieser Vortrag soll und kann keine wissenschaftlichen Maßstäbe erfüllen, sondern er soll zur Freude an der Beobachtung dienen. Das Inhaltsverzeichnis als Textfolie zum Nachlesen oder Nachschlagen. Nach einer ganz kurzen Einleitung stelle ich im Einzelnen die Arten vor, in alphabetischer Reihenfolge, beginnend bei der Amsel bis hin zum Zaunkönig. Allgemeines zum Thema Vogelnester. Für die Vogelarten typisch sind die Standorte und die Höhen ihrer Nester sowie ihre Formen und Materialien. Die meisten unserer Nester sind Napfnester, zum Beispiel von Amseln oder Finken. Bodenbrüter formen flache Bodenmulden, wie die Seeschwalben oder die Fasane. Oder sie bauen Bodennester, wie die Lerchen. Wasservögel bilden sichere Schwimmnester, geschützt vor Feinden, wie zum Beispiel die Haubentaucher. Seltene Formen sind Hängenester im Schilf, zum Beispiel von den Rohrsängern, oder auch Kugelnester mit seitlichem Eingang, die von Zaunkönigen oder auch wieder von Rohrsängern gebaut werden. Daneben gibt es noch Höhlenbrüter wie die Spechte oder die Meisen und Halbhöhlenbrüter wie die Rotschwänze. Unsere Greifvögel bauen Reisighorste von riesigen Ausmaßen über Jahre hinweg. Die Vogeleier variieren je nach der Vogelart in Größe, Form und Färbung. In der Form werden unterschieden elliptische Eier, ovale, spitzovale und kugelförmige Eier. Die Färbung von Vogeleiern ist häufig weiß, bei Bodenbrütern aber auch mit fleckiger Tarnung. Die Amsel, Turdus merula. Die Schwarzdrossel aus der Familie der Drosseln war vor 150 Jahren ein scheuer Waldvogel. Inzwischen hat sie sich den Menschen angeschlossen, ist verbreitet in unseren Gärten und Parks und erfreut uns mit ihrem schönen Gesang. Amselnester sind sorgfältig gebaute Napfnester, die an verschiedenen Standorten entstehen können, auch am Boden, meistens nicht in sehr großer Höhe. Es sind mehrere Schichten vorhanden mit Lehm und feuchter Erde und am Ende eine weiche Auspolsterung mit Pflanzenfasern. Zwei bis drei Bruten im Jahr sind möglich. Meistens werden dafür neue Nester angelegt. Ein typisches Amselgelege enthält 4 bis 5 Eier. Die Eiform ist oval bis elliptisch und die Grundfarbe der frischen Eier ist grünlich. Der Mäusebussard, Buteo buteo, ist unser häufigster Greifvogel. Er ist ein mittelgroßer, kompakter Greifvogel aus der Familie der Habichtartigen und häufig zu beobachten bei kreisenden Flügen über seinem Revier oder auf der Ansitzwarte. Im Frühjahr sehen wir ihn bei den Balzspielen und zur Revierabgrenzung. Dieser Mäusebussard saß auf einem Pfosten im Naturschutzgebiet und war genauso überrascht, plötzlich mich zu sehen, wie ich es von ihm war. Besonders im Frühjahr zeigen die Mäusebussarde, die sonst eher etwas plump und schwerfällig wirken, ihr fliegerisches Können bei diesen spielerischen Luftkämpfen oder zur Paarbildung oder Revierabgrenzung.
Bei unseren großen Greifvögeln können über die Jahre riesige Reisighorste entstehen, weil über viele Jahre gebaut, ausgebaut und nachgebessert wird. Manchmal brechen solche Horste sogar unter der Last zusammen und müssen an anderer Stelle neu errichtet werden. Die Gelege der Mäusebussarde bestehen aus 2 bis 3 Eiern, selten aus 1 oder 4 Eiern. Die Grundfarbe ist weißlich mit zahlreichen rotbraunen oder graubraunen Flecken. Unsere Elster, Pika Pika, gehört zu den intelligentesten Vögeln überhaupt. Sie gehört zu den Rabenvögeln. Ihre Leistungen entsprechen teilweise denen von Menschenaffen. Früher wurde sie viel verfolgt, weil sie selber andere Vögel, Kleinvögel und Kleinsäuger jagt. Inzwischen ist sie weitgehend geschützt. Sie ist in mehreren Unterarten in Eurasien und Amerika weit verbreitet und zum Kulturfolger geworden. Sie zeigt ein komplexes Sozialverhalten. Im Frühjahr und im Sommer leben Elstern tatsächlich räuberisch und überwiegend von tierischer Nahrung. Im Herbst und Winter leben sie jedoch auch zur Hälfte von pflanzlicher Nahrung. Sie legen das ganze Jahr über Nahrungsdepots an, die sie aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten meistens auch wiederfinden. Ihre eigenen Nester sind wahre Burgen, kugelförmige Nester mit einem Schutz aus Dornen nach außen und auch nach oben gesichert gegen die Angriffe von Eulen und anderen größeren Greifvögeln. An der Seite besteht ein versteckter Eingang. Das Gelege von Elstern besteht aus 4 bis 7 Eiern, bei sehr gutem Nahrungsangebot auch bis zu 12 Eiern. Die Grundfarbe ist blassgrün bis lehmfarben und mit zahlreichen braunen Flecken gut getarnt. Die Stockente Anas platyrrhynchos ist die größte und auch die am häufigsten vorkommende Schwimmente Europas. Sie ist die Stammform für unsere Hausente. Die Männchen sind mit dem metallisch glänzenden Kopf unverwechselbar, die Weibchen sind etwas schwächer gefärbt. Die Stockente wurde früher Märzente genannt, weil in diesem Monat ihre Brutzeit lag. Der Name Stockente, der heute gebräuchlich ist, kommt daher, dass ihre Nester, ihre Brutplätze häufig auf Weiden sich befanden, die auf den Stock gesetzt wurden oder auf Reisighaufen. Die Nester der Stockenten sind nur flache Bodenmulden, die festgedrückt werden und grob ausgepolstert werden. Die Gelege sind groß und umfassen 7 bis 16 Eier. Leider ist die Verlustrate an Küken und auch an Jungenten im ersten Jahr noch groß, durch viele Feinde. So sieht das Ei einer Stockente aus. Die Küken beginnen bereits 3 Tage vor dem Schlüpfen zu piepen und picken danach das Ei von innen mit ihrem Eizahn auf. Danach bleiben sie zunächst erschöpft liegen, erholen sich dann wieder und verlassen bereits nach 6 bis 12 Stunden das Nest, weil sie, wie andere Enten auch, Nestflüchter sind. Der Fasan Phasianus colchicus ist ein großer, farbenprächtiger Hühnervogel, der ursprünglich aus Zentralasien stammt. Dort kommt er in mehreren Unterarten vor. In andere Teile der Welt wurde er als Ziervogel und zu Jagdzwecken ausgewildert. Meistens sind diese Populationen allerdings nicht stabil und müssen durch Hegemaßnahmen oder Aussetzungen aufgefüllt werden. Der
Fasan gehört in die Ordnung der Hühnervögel, den Galliformes, und bei diesen besteht meistens ein deutlicher Geschlechtsdimorphismus. Die Hähne sind bunter und prächtiger gefärbt, besonders zur Balzzeit, und die Hennen sind schlichter gefärbt. Die Nester von Fasanen sind Bodennester. Meistens sind es nur flache Mulden, die zusätzlich ausgekratzt werden und mit etwas Material gepolstert werden. Zu den Gelegen von Fasanen gehören meist 8 bis 12 Eier. Die Eier sind groß und glänzend und in der Grundfarbe braun bis olivgrün. Unsere Mönchsgrasmücke, Silvia atricapilla, ist die häufigste Grasmückenart in Mitteleuropa. Im mittleren Frühjahr hören wir aus Hecken und Gebüschen ihr lautes und melodisches Lied. Die Männchen sind gekennzeichnet und leicht erkennbar durch die schwarze Federhaube am Kopf, wie sie einem Mönch gebührt. Die Weibchen tragen eine schöne rotbraune Federhaube. Hier ist das Weibchen der Mönchsgrasmücke mit der schönen rotbraunen Federhaube. Mönchsgrasmücken sind in Europa nahezu flächendeckend verbreitet und auch nicht gefährdet. Sie folgen jetzt auch zunehmend den Menschen in die Siedlungen. Mönchsgrasmücken bauen ihr Nest als halboffenes Napfnest in dichtem Gebüsch in relativ niedriger Höhe. Meist besteht das Gelege der Mönchsgrasmücke aus 5 Eiern mit gelbbrauner Grundfarbe und bräunlichen Flecken zur Tarnung. Wenn uns ein Spatz im Frühjahr durch einen hellen, schönen Gesang auffällt, dann ist es die Heckenbraunelle, Prunella modularis. Sie ähnelt im Gefieder zwar den Spatzen, sie hat aber diesen schiefergrauen Kopf und die Brust, und dann diesen dünnen Insektenfresserschnabel im Gegensatz zu dem dicken Körnerfresserschnabel der Spatzen. Außerdem trägt sie ihren Gesang von erhöhten Singwarten vor. Die Nester von Heckenbraunellen sind sorgfältige, tiefe Napfnester und mit Moos schön ausgepolstert. Sie sind leider relativ dicht am Boden zwischen 60 cm und 3 Metern und daher oft Ziel von Nesträubern. Das Gelege der Heckenbraunelle besteht aus 3 bis 6 kleinen Eiern. Die schöne grünblaue Farbe ist allerdings auch auffällig, besonders wenn die Vegetation nicht dicht ist. Ich hatte mal den Merkspruch aufgestellt, 1. März, 1. Kiebitz. Das war gut und schön. Leider ist der Bestand von unserem wunderbaren Flugkünstler Kiebitz, Vanellus vanellus, in den letzten Jahren ganz schlimm zurückgegangen, besonders durch die intensive Bewirtschaftung der Wiesen und Weiden. Gut anzutreffen ist er noch in Schutzgebieten. Dort erfreut er uns im März, im zeitigen Frühjahr, mit seinen fantastischen gaukelnden Balzflügen. Dieser Vogel ruft seinen Namen, Kiwit Kiwit, unser Kiebitz. Die Engländer, die ja ebenfalls gute Vogelbeobachter sind, haben ihn anders charakterisiert. Sie nennen ihn Lapwing, Schlagschwinge, nach dem wuchtelnden, schlagenden Geräusch seiner Schwingen bei den gaukelnden Balzflügen. Die Nester von Kiebitzen
wie bei vielen Bodenbrütern, sind gefährdet durch Bodenfeinde und durch Greifvögel. Sie liegen versteckt, sind nur flache Bodenmulden. Dafür sind die Eier fleckig gut getarnt und die Jungen sind Nestflüchter. Das Gelege bei Kiebitzen besteht aus 4 Eiern. Die Eier sind spitz-oval geformt und werden nach Art der Regenpfeiferartigen mit den Spitzen nach innen in die Nestmulde gelegt. Wie man hier sieht, können sich junge Kiebitze sehr gut tarnen. Sie sind Nestflüchter und verlassen bereits nach wenigen Stunden das Nest. Sie werden aber noch lange von den Eltern verteidigt, geführt und auch gewärmt. Die ersten 4 Wochen im Leben sind die gefährlichsten. Unsere Rabenkrähen oder Aaskrähen, Corvus corone, sind ebenfalls sehr intelligente Rabenvögel. Sie sind eng verwandt mit der Nebelkrähe, die ziemlich genau östlich der Elbe vorkommt. Es wird noch diskutiert, ob diese nur eine Unterart der Rabenkrähe oder eine Farbmorphe darstellen. Rabenkrähen sind Allesfresser. Trotz erheblicher Verfolgung durch den Menschen konnten sie sich aber etablieren und jetzt sogar in die Zentren der Städte nachrücken. Die Nebelkrähe Corvus cornix ähnelt der Rabenkrähe sehr, bis auf die aschgrauen Gefiederanteile und ihr Verbreitungsgebiet östlich der Elbe. Bisher konnten sich die Ornithologen nicht einhellig einigen, ob es sich um eine eigene Art handelt oder um eine Unterart der Aaskrähe oder nur eine Farbmorphe der Rabenkrähe. Die Nester von Rabenkrähen sind groß und stabile, vierschichtige Konstruktionen. Sie werden weit oben in Bäumen oder auf Masten angebracht. Das Gelege besteht aus 2 bis 6 Eiern, die eine blaugrüne Grundfarbe haben. Der europäische Kuckuck, Cuculus canorus, ist unser bekannter Brutparasit. Er ist räumlich weit verbreitet, aber dennoch kein häufiger Vogel. Er ist dadurch gefährdet im Bestand, dass er ebenfalls ein Langstreckenzieher ist und unter den Folgen des Klimawandels leidet. Er leidet auch unter dem Rückgang der Wirtsvogelarten bei den Kleinvögeln. Anfang Mai sind wir froh, wenn wir einen Kuckuck hören, denn wir wissen, jetzt beginnt der Frühling. Es sind hauptsächlich die Männchen, die so auffallend rufen. Die Weibchen sind stiller und suchen die ganze Zeit nach Nestern und ein- und ausfliegenden Vogeleltern. Die Weibchen sind ihr Leben lang geprägt auf ihre Wirtsvogelart und legen ständig Eier, die diesen täuschend ähnlich sehen, hier in das Gelege eines Gartenrotschwanzes. Ein fehlgeleiteter Instinkt, so sagen die Ornithologen dazu. Der zierliche Teichrohrsänger muss nach dem Verlust des eigenen Geleges diesen fetten Parasiten durchfüttern. 100 Wirtsvogelarten sind für die europäischen Kuckucke bekannt. Davon sind allerdings nur bei 45 Arten erfolgreiche Aufzuchten bekannt geworden. Unsere Blaumeise, Parus ceruleus. Sie hat Probleme mit der Konkurrenz durch die größere Kohlmeise. Sie gleicht das aus durch ihre Beweglichkeit, Geschicklichkeit und Aktivität. Sie hängt oft an den äußersten Ästen der Zweige, wo niemand ihr das streitig machen kann, und pickt winzige Insekten oder Sämereien. Unsere Blaumeisen haben große Gelege mit 6 bis 12 Eiern, maximal wurden 17 Eier gezählt. Sie haben wie bei vielen Meisen eine typische Spindelform
eine helle, weißlich-cremige Grundfärbung und zahlreiche kleine Flecken. Auch Blaumeisen sind Höhlenbrüter und nehmen gerne Naturhöhlen in großen alten Bäumen auch hoch oben an. Sie nisten auch gerne in Nistkästen. Sie verwenden viel Zeit für einen aufwendigen Nestbau und polstern das Nest gut aus. Unsere Kohlmeise, Parus major, kündigt nach dem langen Winter mit ihrem Gesang den Frühling an. Klein sind sie, die Eier der Kohlmeise, und hell und schön bräunlich gefleckt. Die Gelege der Kohlmeise umfassen in der Regel zwischen 6 und 12 kleinen Eiern. Ihre Nester baut die Kohlmeise in Höhlen und Halbhöhlen. Da kann es dann auch einmal, wie hier im Bild, eng, aber gemütlich werden. Es wird höchste Zeit, dass die ersten, die mutigen Jungen, das Einflugloch verlassen. Unser Rotkehlchen, Eritacus rubicula, gehört zur Familie der Fliegenschnäpper und ist ein versteckt lebender kleiner Vogel in unseren Hecken und Gärten, der uns oft auch im Winter mit seinem schönen, perlenden Gesang erfreut. Bei den Rotkehlchen ist die Stärke der Färbung und auch die Form individuell verschieden. Es gibt auch keinen Geschlechtsdimorphismus. Bei Jungvögeln besteht noch kein Rot im Gefieder. Das Nest des Rotkehlchens ist ein offenes, napfförmiges Nest. Es ist sorgfältig gebaut und gut ausgepolstert. Es befindet sich am Boden oder in Bodennähe, ist aber gut versteckt. Die kleinen Eier der Rotkehlchen sind in der Grundfarbe rötlich-rahmfarben und dicht gefleckt. Sie sind oval und das Gelege besteht in der Regel aus 6 Eiern. Unser Gartenrotschwanz, Phoenicurus phoenicurus, ist ein schöner und kontrastreich gefärbter Singvogel, deutlich kontrastreicher als sein Verwandter, der Hausrotschwanz. Er ist seit 40 Jahren rückläufig im Bestand, vermutlich durch den Einsatz von Pestiziden und Insektiziden, und er ist als Langstreckenzieher über die Sahara hinaus gefährdet durch den Klimawandel. Hier ein Pärchen unseres Gartenrotschwanzes. Die Weibchen sind deutlich schwächer gefärbt und damit unscheinbarer und besser geschützt vor Fressfeinden. Die Paare führen eine monogame Ehe, aber nur für jeweils eine Brutsaison. Gartenrotschwänze sind Höhlenbrüter oder lieber noch Halbhöhlenbrüter. Zwar trifft das Männchen früher ein im Brutgebiet und wählt mehrere Brutorte aus, das Weibchen trifft dann die endgültige Entscheidung und polstert das Nest auch weich aus. Das Gelege des Gartenrotschwanzes besteht in der Regel aus 3 bis 9 Eiern. Diese sind oval und grünlich oder grünlich-blau gefärbt. Die Rauchschwalbe Hirundo rustica ist unverwechselbar durch ihre schöne Färbung und durch die langen, gegabelten Schwanzspitzen. Sie ist eine der häufigsten Singvogelarten weltweit. Sie fliegt schnell und elegant auf der Jagd nach Insekten und tiefer als die Mehlschwalbe. Sie ist ein klassischer Kulturfolger und brütet häufig im Inneren der Häuser, Ställe,
und Hütten. Daher hat sie auch den Namen Rauchschwalbe, weil sie schon seit alters her durch die Rauchabzugsöffnungen der Hütten und Häuser eingeflogen ist. Hier ein schönes Porträt einer Rauchschwalbe im Naturschutzgebiet. Rauchschwalben zeigen wenig Scheu vor den Menschen. Im Grundsatz besteht bei Rauchschwalben eine dauerhafte oder lebenslange Paarbildung, die allerdings nicht völlig monogam ist. Im Frühjahr kommt es immer wieder zu Balzspielen und prüfendem Balzverhalten. Die Nester unserer beiden häufigsten Schwalbenarten sind stabil und fest gearbeitet. Sie sind aufgebaut aus Lehm und mit Speichel verkittet und dann weit oben an den Wänden der Häuser angebracht. Die Nester der Rauchschwalbe sind noch etwas gröber gearbeitet mit den erkennbaren Lehmklümpchen. Die Nester der Mehlschwalbe sind feiner gearbeitet und geglättet. Bei unseren Höckerschwänen, Cygnus olor, sind die Geschlechter wenig unterschieden. Allerdings sind die Männchen etwas größer und stärker und der namensgebende schwarze Höcker am Schnabelgrund, an der Schnabelwurzel, ist bei den Männchen besonders zur Brutzeit stark ausgeprägt. Im Folgenden mal nicht die Stimmen der Tiere, sondern ihr schönes singendes Fluggeräusch der großen Schwingen. Höckerschwäne sind große und prächtige Vögel. Die Weibchen wiegen bis 10 Kilogramm, Männchen können bis 14 Kilogramm wiegen und sind damit an der Grenze zur Flugfähigkeit. Jeder Start braucht einen langen Anlauf. Die Paare der Höckerschwäne gehen eine Bindung auf Lebenszeit ein und erneuern im Frühjahr vor der Brutzeit durch ein Balzritual ihre Partnerbindung. Die Nester der Schwäne sind groß und keine Schwimmnester, häufig aber versteckt und am Rande von Gewässern angelegt. Sie sind nicht sicher geschützt vor Bodenfeinden, aber Schwäne selber sind wehrhafte Vögel. Die Gelege der Höckerschwäne bestehen aus 5 bis 8, maximal bis 12 großen Eiern. Die Mortalitätsrate an Jungvögeln ist hoch, obwohl beide Eltern das Gelege bewachen und bebrüten. Die Eier der Höckerschwäne sind groß und wirken etwas schmutzig durch die gelbbraune Grundfärbung. Der Haussperling Passer domesticus, also unser Spatz, hat sich vor über 10.000 Jahren dem Menschen angeschlossen als Kulturfolger. Er findet bei uns Brutplätze, Schutz vor Feinden und leichter die Nahrung. Die Nester unserer Spatzen sind flach und fuschig, aber sie erfüllen offensichtlich ihren Zweck gut, häufig auch geschützt durch das Brüten in Gruppen. Das durchschnittliche Gelege eines Haussperlings besteht aus 4 bis 6 Eiern. Die Grundfarbe ist weiß mit grünen oder grauen Zusatztönen und vielen bräunlichen Flecken. Unser Star, Sturnus vulgaris, ist ein gesellig lebender und häufiger weit verbreiteter Singvogel. Im Herbst findet er sich in riesigen Schwärmen zusammen. Im Frühjahr und Sommer entwickelt er dieses schöne Prachtkleid, metallisch glänzend, indem wir ihn hier sehen. In der übrigen Zeit des Jahres ein Schlichtkleid, dass man beinahe denken könnte, es sei ein ganz anderer Vogel. Interessant ist auch die Vielzahl seiner Stimmäußerungen. Er trägt auf hohen Singwarten lange schwätzende Gesänge vor.
in der auch Elemente anderer Vogelarten oder sogar technische Geräusche einfließen, zuletzt sogar die Klingeltöne von Handys. Der Star ist ein Höhlenbrüter und nutzt dafür überwiegend natürliche Höhlen, auch Baumhöhlen, aber auch angebotene Kunsthöhlen wie Nistkästen. Das Nest selber ist wenig strukturiert und etwas gröber. Das Gelege besteht aus 4 bis 8 Eiern. Diese sind hellgrün oder hellblau, ohne weitere Strukturierung. Die Ringeltaube Columba palumbus ist die größte Taube Europas und weit verbreitet. Seit etwa 200 Jahren hat sie sich dem Menschen angeschlossen und folgt ihm bis in die Zentren der Städte. Im Frühjahr grenzt sie ihre Reviere ab durch die auffälligen Territorialflüge und durch ihr nervtötendes, monotones Rufen. Bei Ringeltauben wie bei anderen Taubenarten auch werden die Jungen in der frühen Phase mit Kropfmilch gefüttert. Das heißt, die pflanzliche Nahrung wird bei den Altvögeln in ihrem Kropf durch Speichel vorverdaut und aufgequollen, sodass die Jungen dann auf diese Weise an die begehrte Nahrung gelangen. Die Nester von Tauben, besonders von Ringeltauben, sind eine Unverschämtheit. In kürzester Zeit schnell hingefuscht mit wenigen Zweigen auf prominenten vorstehenden Ästen. Ein Wunder, dass nicht mehr Eier herunterfallen. Die Gelege der Ringeltauben bestehen fast immer aus 2 Eiern. Die Eier sind elliptisch, weiß und matt glänzend. Das Teichhuhn oder die Teichralle, eben aus der Familie der Rallen, Gallinula chloropus, also eigentlich das grünfüßige Hühnchen, ist eine relativ häufig vorkommende und etwas versteckt lebende kleine Wasserhuhnart aus den Uferbereichen und Flachwasserzonen unserer Teiche und Seen. Sein Bestand ist allerdings in Deutschland in den letzten Jahren etwas zurückgegangen, obwohl es sich vielerorts an den Menschen gewöhnt hat. Die Nester der Teichhühner liegen meist gut versteckt in der Ufervegetation und werden häufig noch mit grünem Pflanzenmaterial zum Schutz vor Nesträubern getarnt. Für die Jungen werden später sogar Schlafnester errichtet. Die frisch geschlüpften Jungen der Teichhühner, die sogenannten Dunenjungen, sehen aus wie kleine Gespenster einer ganz anderen Art. Sie bleiben zwar noch wenige Tage im Nest, sie sind aber bereits ab dem ersten Lebenstag schwimmfähig und tauchen bereits ab ihrem 5. Tag. Die Gelege der Teichhühner umfassen gewöhnlich 5 bis 11 Eier. Die Eier haben, wie hier gezeigt, eine gelblich-braune Grundfarbe mit braunen oder dunklen Flecken. Neben der Gefahr durch Fressfeinde kommt es auch zu Gelegeverlusten durch Unwetter. Bei den Teichhühnern beteiligen sich beide Elternteile an der Aufzucht der Küken und die merkwürdig bizarr wirkenden Jugendmerkmale bilden sich im Verlauf von Wochen langsam zurück. Mit etwa 7 Wochen ähneln die jungen Vögel ihren Eltern. Das ist er, der König der Vögel. Naja, wenigstens der König der Zäune und Hecken, der Zaunkönig Troglodytes Troglodytes. Der kleine Kerl mit dem hochgereckten Schwanz und der lauten, frechen Stimme.
Das typische Gelege eines Zaunkönigs besteht aus 5 bis 8 Eiern. Sie sind matt weiß mit kleinen rostroten Punkten. Unsere Zaunkönige bauen versteckte, schöne Kugelnester, weich gepolstert und mit seitlichem Eingang, um Feinde fernzuhalten. Zum Abschluss unserer kleinen Rundschau bei den Vogelnestern und den Vogelgelegen wünsche ich uns viel Freude beim Beobachten in der Natur und auch Erholung in der freien Natur. Dr. Hans-Jürgen Alexi.